Hallo zusammen und willkommen. Die Knie und deren umgebende Struktur in Form von Knorpel und Bändern sind im Alltag hoher Belastung ausgesetzt. Sie tragen das gesamte Körpergewicht und sind bei jedem Schritt hohen Kräften ausgesetzt. Damit auch im hohen Alter eine beschwerdefreie Bewegung möglich ist, ist es wichtig, auf seine Knie und Bänder zu achten. Im heutigen Video werden 5 Möglichkeiten beschrieben, die dir dabei helfen können, eben diese Strukturen zu schützen und zu stärken. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Fünf Möglichkeiten zur Vorsorge. Die erste Möglichkeit, für gesunde Strukturen in seinem Körper zu sorgen, ist eine ausreichende Hydrierung. Der Körper produziert Synovialflüssigkeit, welche die Reibung zwischen Knorpel und dem umliegenden Gewebe reduziert. Damit die Produktion dieser angekurbelt werden kann, wird ein ausreichender Wasserkonsum vorausgesetzt. Zudem sorgt ein ausreichender Wasserkonsum für ein gutes Wohlbefinden im Alltag und steigert die Leistungsfähigkeit. Die zweite Möglichkeit ist ein hoher Konsum an Vitamin C. Dieses Vitamin sorgt für ein starkes Immunsystem. Es sorgt für eine bessere Versorgung mit Antioxidantien und daraus resultierend einen besseren Schutz gegen Entzündung und freie Radikale. Freie Radikale entstehen als Zwischenprodukt des Stoffwechsels. Bestimmte Umstände wie etwa Rauchen oder UV-Strahlen begünstigen die Entstehung von freien Radikalen, was zu einem hohen oxidativen Stress führt. Dies wiederum kann in chronischen Krankheiten wie Rheuma oder Autoimmunerkrankung führen. Vitamin C hilft dabei, die Bildung freier Radikale zu regulieren. Eine dritte Möglichkeit ist der Konsum von ausreichend Alliumgemüse zu essen. Allium beschreibt die Familie der Zwiebeln und Lauche. Diese verfügen über ein hohes Level an Schwefel, welcher verschiedene Vorteile für den Körper hat. Zum einen ist dieser essentiell bei der Bildung von Kollagen. Dieses ist ein Protein, welches den Strukturen im Körper ihre Festigkeit verleiht. Dadurch spielt es eine wichtige Rolle für gesunde Knochen, Knorpel und auch Zähne. Zudem ist Alliumgemüse hilfreich für die Herzgesundheit und als Schutz gegen Krebs. Als vierte Möglichkeit kann man seinen Proteinkonsum erhöhen. Protein oder auch Eiweiß ist ein Makronährstoff, welcher wichtig bei der Bildung von Muskelgewebe ist. Protein ist nötig für die Bildung der essentiellen Aminosäuren und somit einer gesunden Muskulatur. Außerdem sind Aminosäuren bei der Bildung von Knorpel im Körper beteiligt. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich eine erhöhte Proteinzufuhr, die Knorpelstrukturen im Knie zu schützen und die Muskulatur im Knie zu stärken. Zudem wirkt sich eine hohe Proteinzufuhr positiv auf das Hungergefühl aus und ist somit ideal, um Gewicht zu verlieren. Und das ohne Muskelmasse einzubüßen. Die fünfte Möglichkeit ist ein höherer Konsum von blauem Fisch. Dazu gehören Thunfisch, Sardinen und Lachs. Blauer Fisch verringert die negativen Auswirkungen von oxidativen Prozessen im Körper. Außerdem verfügen diese Arten von Fisch über einen hohen Anteil an Vitamin D. Dies sorgt für eine gute Knochengesundheit, indem es die Kalziumaufnahme im Darm anregt. Und das wiederum ist wichtig und essentiell für ein starkes Knie. Zudem wird dem Vitamin eine vorbeugende Wirkung gegen Krebs, Herz-Kreislauf-Probleme und viele andere Krankheiten nachgesagt. Wie du siehst, bereits kleine Veränderungen können Großes bewirken. Mit Hilfe dieser Tipps kannst du deinen Knien bereits durch kleine Veränderungen im Alltag einen großen Dienst erweisen. Durch einfache Rezepte, die einige der genannten Lebensmittel enthalten, kannst du dir einen einfachen Weg schaffen, um etwas für die Gesundheit von Knien, Knorpel und Bänder zu tun und das ohne eine große Veränderung zu bemerken. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.